Hi, so, Augenbrauen sind jetzt endlich fertig. Anna und Erna. Also, ich weiß auch nicht. Oder Mrs. Bock? Dann hätte ich sie noch ein bisschen höher machen sollen. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los war. Egal. Also, vorhin im Live habe ich euch ja gesagt, sorry, nochmal richtig hinsetzen, dass ich euch eine Review zu den Essence Multichrome Flakes geben möchte und einmal zeigen möchte, wie ich denn auch diese benutze. Disclaimer, ich finde sie toll. Aber, also, nee, nichts aber. Erstmal, die Essence Multichrome Flakes sind auf Wasserbasis und ich habe sie mal in so eine Ingredients, so ein Ingredients-List-Ding da reingepackt. Die haben mir gesagt, dass es keine bösen, gefährlichen Inhaltsstoffe gibt. Was jetzt daran wirklich dran ist, kann ich nicht sagen. Wenn man sie aufträgt, hat man das Gefühl, dass die Haut darunter warm wird und die dann nochmal anziehen. Oder ne? Manche sagen auch, es brennt. Bei mir selber werden die nur warm. Ich habe aber auch nie eine große Menge benutzt. Also kann es sein, dass wenn ich wirklich die über mein ganzes Augenlid geben würde, diese sich warm anfühlen, die brennen und dann, naja, keine Ahnung, eine allergische Reaktion auslösen, weiß ich nicht. Also, es sind keine schlechten Inhaltsstoffe drin, das kann ich schon mal sagen. Zumindest laut dieser Analyse sind das keine schrecklichen oder schlechten Inhaltsstoffe. Eher sogar Inhaltsstoffe, die dem Auge und die allen noch gut tun sollen. Wer weiß, was da wirklich drin ist oder ob die Kombination das dann auslöst. Also das kann man ja nie so genau wissen oder was auch, wie genau auch und wie gefährlich das auch wirklich jetzt fürs Auge ist. Keine Ahnung. Ich habe ich die noch hier drin? Nee, die habe ich nicht mehr drin. Die Eye Glazing Eye Things von Maxime Giacomo und Rival Loves Me, die fühlen sich hart auf dem Auge an. Diese hier, nachdem sie runtergetrocknet ist, spüre ich sie vielleicht noch 10 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten und danach gar nicht mehr, egal wo ich sie mir auftrage. Sie lösen beim Auftragen den Lidschatten ab. Das heißt, man muss sie wirklich nur vorsichtig draufdrücken und dann in Ruhe lassen. Mit dem Pinsel, mit dem Finger ist egal. Also die lösen den Lidschatten darunter ab und man hat dann Stellen, an denen der Lidschatten nicht mehr da ist oder auch an denen das Glitzerpigment komisch verschoben ist oder so. Das stimmt, das machen die. Das macht aber auch, glaube ich, jedes auf Wasser basierende oder auf Öl basierende oder was auch immer basierende jeder Topper, der so aufgebaut ist. Also ich glaube nicht, dass ein Danessa Myricks oder ein anderer Flake, der so aussieht, den Lidschatten nicht ablösen würde. Man muss da wirklich aufpassen, aber wenn der dran ist, hält er den ganzen lieben Tag. Ich trage mir den morgens auf, da wo ich ihn haben will und sehe ihn abends an der gleichen Stelle noch. Beim Abschminken ist das kein Problem. Er reibt nicht, er kratzt nicht, er macht wirklich nichts am Auge. Also, ne? Das mal gesagt. Andere Dinge verrutschen oder die lösen den Lidschatten darunter ab. Das macht das nicht. Wenn es einmal sitzt, dann sitzt das Zeug. Und das auch bis abends oder bis zum nächsten Tag. Ich kann euch das mal an meinem Handrücken demonstrieren. Da ist eine silberne Kappe drin, die soll man drin lassen. Ich weiß also nicht, wie lange das wirklich in dem Zustand bleibt. Und ich habe auch, wie ihr seht, den Verschluss nochmal, der ist offen. Ich habe die schon benutzt. Ich mache das nur, habe das nur ein Stückchen gelöst, sodass ich das auch immer wieder drauf machen kann. Und man sieht, ja, flüssig ist es schon nicht mehr. Ich weiß also nicht, wie lange die so flüssig bleiben. Und ich nehme auch wirklich nur das Geringste. Ich hoffe, man kann sie erkennen. Und trage sie jetzt mal über meinen Handrücken auf. Dort merkt man nicht, dass die brennen. Sie fühlen sich gekühlt an und dann trocknen sie runter. Da ist übrigens auch noch der Rest. Also viel mehr und viel extremer würde ich sie auch nicht auftragen. Ich würde sie nicht wie eine dicke Paste auftragen. So, sie kühlen immer noch ab. Das dauert ein bisschen. Also ist jetzt nicht ein Prozess, der innerhalb von ein paar Sekunden erledigt ist, aber ich puste mal drüber. Ich hoffe, man sieht sie so ein bisschen changieren. Also ich habe die übrigens die 01, die changiert zwischen lila, orange, gelb, gold,
Ja, ein Grün ist auch dabei, also wirklich multi. Multidimensional, multifarben. Und so, ich glaube, die sind jetzt trocken. Seht ihr das? Ich kann reiben, ich kann machen, ich kann tun. Die bewegen sich nicht. Kein Stück. Ich habe die, als ich ein Video darüber gemacht habe, beziehungsweise ein Video gemacht habe, habe ich die versucht, mit dem Finger dann abzukratzen. Also wirklich mit den Fingernägeln und dann gingen sie ab. Und ich habe jetzt mal feste drüber gerieben. Ich habe das Gefühl, dadurch werden sie noch feiner. Seht ihr das? Die werden dadurch extrem fein. Und wenn ich die abgeschminkt habe, beziehungsweise die abschminken wollte, waren die weg. Ich habe also, sobald ich da irgendwie mit Schaum drüber gegangen bin, haben die sich fast aufgelöst. Da müsste Essence wirklich mal eine Info geben, ob die biodegradable, also ob die sich einfach auflösen und dann im Nichts verschwinden oder ob der Glitzer dann auch so im Wasser verschwindet. Also da habe ich noch nichts drüber gefunden. Ich habe immer das Gefühl, oder ich hatte zwei, dreimal das Gefühl, wenn ich sie aufgetragen habe, dass da nichts mehr war. Gar nichts. Keine Ahnung. Also, so. Die Dinger, ich trage sie mir mal. Ich rück einfach mal ein bisschen näher so dran. Hier ist ein Spiegel. Und am schönsten finde ich das, die im Innenwinkel, also in diesem Bereich aufzutragen. Ich nehme dafür den kleinsten, einen ganz, ganz kleinen, feinen Pinsel. Gehe auch nur in das Produkt ganz oben rein und tupfe sie mir dann auf. Und so würde ich das auch jedem empfehlen, der darunter Lidschatten tragen möchte. Wer natürlich darunter keinen Lidschatten trägt, kann sich die so dick auftragen, wie er möchte. Aber wer darunter gerne Lidschatten tragen möchte, ich halte den Spiegel hier unten hin, der sollte sich die wirklich nur, habe ich zu wenig jetzt benutzt, habe ich es gesagt, ganz, ganz gering auftragen. Na, da war nicht viel dran. So, da sind sie. Da sieht man sie jetzt auch. Die sollte man wirklich nur so ganz eben auftragen und auch hoffen, dass man sich die richtig aufgetragen hat und dann so lassen. Also wirklich nur in tupfenden Bewegungen und nicht irgendwie übers Auge ziehen, denn sonst hat man den Lidschatten, den man sich da mühevoll drunter aufgetragen hat, komplett verwischt und verschmiert. So, ich gehe nochmal rein und ziehe mir den hier hoch. So als Eyecatcher. Und dann direkt nach dem Nutzen mache ich da erstmal diese Silberfolie drüber wieder, mit dem das am Anfang verschlossen wurde, und direkt feste zumachen. Ich vermute mal, dadurch, dass das auf Wasserbasis ist, kann das nachträglich, wenn es mal eingetrocknet sein sollte, auch wieder mit Wasser angerührt werden. Ist voll die Sauerei, aber es ist schön. Und seht ihr? Es vermischt sich nicht. Es reibt nicht ab. Es wird jetzt ein bisschen warm. Es wird jetzt ein bisschen unangenehm. Aber mehr auch nicht bei mir. Habt ihr noch Fragen zu diesen Multi-Chrome Flake? Habt ihr euch die selber gekauft? Habt ihr da gute Erfahrungen mitgesammelt? Oder sagt ihr, das ist nur ein Gimmick, der bei mir in der Versenkung landet? Habt ihr vielleicht auch die zweite Farbe gekauft? Mich würde echt interessieren, ob es da einen großen Unterschied zwischen erster und zweiter Farbe gibt. Weil ich überlege noch wirklich, ob ich mir die zweite Farbe auch holen soll oder ob die zu nah beieinander liegen, sodass man wirklich sich für eine Farbe entscheiden sollte und dann glücklich damit ist. Seht ihr? Auch noch irgendwie schöner und interessanter. Besonders, wenn jetzt die Sonne scheint und man die Glitzerpartikel im Sonnenlicht sieht. Ja. Wenn ihr noch nicht meine andere Essence-Review gesehen habt zu den neuen Sachen, die Essence rausgebracht hat, zum Beispiel die Palette, was habe ich hier noch rumliegen? Die Mascara. Volle Empfehlung von mir übrigens. Dann schaut doch gerne mal in der großen Essence-Review rein oder wenn ihr an Project Panning interessiert seid, an Lives jeden Wochentag in der Woche, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Liked, subscribed, wie auch immer.
Mich würde es riesig, riesig freuen, euch in meiner kleinen Community, in meinem kleinen Freundeskreis, wie auch immer man das beschreiben möchte. Ich sollte nicht so oft wie oft immer sagen. Begrüßen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und liked, subscribed und tschüss. Genießt den sonnigen Tag noch.